Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon XD, der dunkle Sturm. Wir befinden uns hier in Dr. Abacus Anwesen auf dem Weg in seinen Forschung- und Entwicklungsraum, wo wir ja nach Alpha suchen. Damit wir, naja, ihr wisst schon, in die Wüste sausen können. Aha, das ist also das Robe Kyokra, an dem Abacus bis vor kurzem arbeitete. Er bezeichnet es als kompletten Reinfall und will es uns sorgen. Aber es ist eine technisch hochwertige Maschine. Holla, hast du mich erschreckt. Ach, du bist es, mein Junge. Worum geht es heute? Also, ich brauche ein Upgrade für meinen Roller. Team Krypto ist also zurück. Ich dachte, es wurde vor 5 Jahren zerschlagen, aber das war wohl ein Irrtum. Und du möchtest nun, dass ich deinen Roller wüstentauglich mache? Nun, es ist wirklich sehr mutig von dir, Team Krypto allein zu begegnen. Also gut, ich helfe dir. Ich baue deinen Roller um. Und außerdem soll man Reise nicht aufhalten. Ich lasse dieses Robo-Kaioken gleich zu meiner Werkstatt transportieren. Ich sehe dich dann dort. Das war eine harte Nuss, aber jetzt bin ich endlich fertig. Ich habe deinen Roller mit Luftdüsen ausgestattet, damit durchquerst du jede Wüste. Los, probier gleich mal aus. Gott sei Dank. Dann hat sich das wenigstens auch gleich gelohnt. Dann können wir hier eigentlich gleich nochmal ins Pokémon Center gehen, wenn wir schon mal in der Stadt sind. Ein bisschen Heal wird unserem Pokémon ganz gut tun. So, gleich mal heilen. Also dieses Bild von Pikachu, ne, das muss ich echt gut verkaufen, wenn die das hier überall hängen haben. So, wie sieht's im Kryptorbis aus? Ich bin nur neugierig. Ziemlich gut. Mauzi ist gleich, ist jeden Moment fertig, da können wir eigentlich hingehen. Das lohnt sich gar nicht, noch irgendwo großartig was anderes zu machen. Die Nachricht müsste jede Sekunde aufploppen. Na, bis hier beim Kryptor bestehen, ist es wahrscheinlich bereits zur Erlösung. Wenn wir schon mal hier sind. Je schneller wir den Kryptorbis wieder leer kriegen, umso besser. So, wie viel brauchst du noch? Es ist wirklich fast erlöst, ne? Ist doch echt nicht wahr. Wenn ich jetzt 2 Meter oder so gehe, geht's los. Laufen wir hier nochmal ein bisschen im Kreis. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, jede Sekunde hätte das kommen müssen. Ich hätte auch hier gleich an den Vitalisator gehen können. Das wäre eigentlich kürzer gewesen, aber was soll's. Und damit haben wir Mauzi erhöht. Erlöst. Es erinnert sich an Schlitzer. Sehr gut. Und an Gesang. Was kann's jetzt eigentlich? Ich bin ja neugierig, ne? Schlitzer, Gesang, Zahltag und Biss. Wow. Finde es interessant, dass Enekoro Schockwelle kann. Kann es sogar ziemlich gut benutzen mit seinem Spitzangriff. Enekoro ist beim Angriff und Spitzangriff ziemlich ausgeglichen. Und gerade am Anfang ist Enekoro hier ein ziemlich gutes Pokémon. Wo man noch, naja, wo es halt schon weiterwickelt, dass man noch gegen ziemlich viele Basis-Pokémon kämpft. Apropos Basis-Pokémon, wir wollten ja noch in die Kolosseum gehen. Sollten wir das doch mal tun. Jetzt, wo Team Krypto besiegt ist, müsste das eigentlich wieder gehen. Dann können wir das letzte Level für Lichtblick noch holen und bis Preisgeld einsacken und so weiter. Ihr kennt es ja. Mal gucken, was es hier für eine Schild-TM gibt. Oh, sieht so aus, als wenn man hier noch gar nicht campen kann. Der Schalter ist jedenfalls noch nicht belegt. Dann eben nicht. Können wir gegen Primus antreten?
Primus, lass uns kämpfen! Hi, Sefi. Dank dir wird die Prim-Arena bald wieder eröffnet. Also bald. Und dann gehen wir jetzt erstmal... kümmern uns um unser nächstes Ziel. Und zwar da. Hey, wir haben die Titanic gefunden. Es ist wohl eher die Libra, die wir gefunden haben. Das ist die Libra. Das verschwundene Frachtschiff, das Pokémon transportierte. Ja? Die Prim-Arena ist wieder eröffnet. Ich war da noch gerade für 2 Sekunden. Sefi, vielen Dank für deine Geduld. Nach den Niederschlagen des Team Krypto-Überfalls ist die Prim-Arena wieder eröffnet. Wir alle hier hoffen, bald gegen dich antreten zu dürfen, Sefi. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Das Level würde ich nämlich schon ganz gerne noch voll machen. Und Quiekel ist bereit. Naja, ich schätze, das können wir auch erlösen, wenn wir mit der Prim-Arena fertig sind. Vielleicht können wir dann noch andere Pokémon erlösen. Dann müssen wir nicht immer wegen einem Pokémon dahin rennen. Gibt ja soweit keinen Strahl, Kryptorbis. Ich will den zwar, wie gesagt, so schnell wie möglich leer kriegen, aber momentan wartet da ja auch niemand drauf. Da ist kein Pokémon bei, was wir unbedingt erlösen wollen. Auf ein neues! Hi. Du hast meine Mail auf der Libra erhalten? Dann war das Schiff also in der Wüste. Wie dem auch sei, ich habe wie ich in der E-Mail schon sagte, ist die Prim-Arena geöffnet. Sefi, ich würde wahnsinnig gern gegen dich antreten. Nimmst du meine Herausforderung an? Mein Logo. In der Prim-Arena warten 4 Trainer und ich auf die Herausforderer. Zuerst musst du 4 Trainer hintereinander besiegen. Alle 4 in Folge. Großartig. Dann los, lass uns die Kämpfe beginnen. Bist du bereit? Dann fangen wir an. Okay, hier kommt der erste Trainer. Hier kommt die erste Trainerin, bitte, ja? Ich mache den Auftakt. Mit Ladybar und Spoink. Oh Gott, hier sind die süß. Spuckball auf Spoink und bye. Machen wir anders. Eisstrahl auf Ladybar und Bodycheck auf Spoink. Let's go. Spoinks haben keine gute Verteidigung, das können wir ausnutzen. Als nächstes kommt Lobella, das kann einen Eisstrahl abkriegen. Also wirklich viel EP hat das nicht gegeben. Aber dieses Bubella sollte ganz gut EP geben. Immerhin ist es schon vollständig entwickelt. Und das war Bubella. Naja, es hat mehr EP gegeben als das Ladybar. Da hat sie auch nichts zu sagen. Du hast Talent. Mach so weiter bei den nächsten 3 Gegnern. Und der nächste. Ich bin der nächste. Mal sehen, wie gut du bist. Hey, der hat ja einen Superball auf der Jacke. Kein Pokéball, wie normalerweise die Leute das immer haben. Er ist eben super. Apropos super, er hat super entwickelte Pokémon. Eisstrahl auf Sonflora und Eisenschweif auf Visenior. Das sollte reinhauen.
Falls wir noch treffen, heißt das nach dem Doppelteam. Oh, mich seltenes Wunder. Na Gott sei Dank, ist es besiegt. Und ein Geradax kommt als nächstes. Ja, Lichtblick hat einen bescheidenen Angriff, wie wir gemerkt haben. Oder wie wir gesehen haben. Ich glaube, das hat sogar einen geringeren Angriff als unser Sonnenherz. Das hat ja auch Doppelteam. Wieso haben die alle Doppelteam hier? Wir werden sie nie mehr treffen. Mann, klappt ja ganz gut. So, jetzt ist Sonflora besiegt. Und noch mehr EP für Lichtblick. Bald entwickelt es sich und wird es groß und stark. Und auch er hat uns nichts mehr zu sagen. Wie unhöflich. Tja, ich bin dir unterlegen. Da werde ich wohl noch mehr trainieren müssen. Und Nummer 3. Ist fast wie mit den Top 4. Nur, dass die hier so richtige Waschlappen im Gegensatz zu den Top 4 sind. Mit meinen heimlichen, immer wandelnden Attacken werde ich siegen. Es ist Supertrainer Nils. Mit Kecleon und Azumarill. Tja, ich wünschte, wir können Kecleon mit der Geistattacke treffen. Dann können wir nämlich das ewige Geistspielchen spielen. Weil naja, Geist ist schwach auf Geist. Also, das geht leider nicht. Machen wir es erstmal so. Tja, das hat mehr Schaden zugefügt, als ich dachte. Nee, ich kann echt hart zuschlagen, wenn es will. Da kennt es nichts. Und nochmal Doppelteam. So, Eisschrill auf Yanma und Lichtkraftreserve Bodycheck auf Azumarill. Gucken, ob wir die treffen. Wow, Milch. Wenn ich akkurat treffe, bin ich ja gar nicht gewöhnt. Das sieht nur so aus, als hätte Lichtblick einen hohen Angriff, wenn es so viel Schaden macht. In Wirklichkeit liegt das wirklich nur daran, dass wir so weit überlevelt sind. Und er hat uns auch nichts zu sagen. Sag mal, Lichtblick, hast du uns was zu sagen? Dachte ich mir, du entwickelst dich. So gesehen, ja, es hat uns nichts zu sagen. Es lässt lieber Taten sprechen. Das hat sich angehört wie ein Furz. Ich sollte dich umbenennen im Pupsblick. Finsterfaust. Mal gucken. Finsterfaust ist gar nicht so stark, hat 60. Spukball hat 80. Finsterfaust ist aber, sehr genau, aber ich will lieber trotzdem Spukball behalten. Normalerweise würde ich stattdessen lieber Finsterfaust nehmen. Spukball haben wir ja nur, weil es ein Krypto-Pokémon ist. Normalerweise hätte das gar nicht. Wie beschämt, ich würde jetzt gerne im Erdboden versinken. Genau hin. Die ganze Attacke meiner starken Pokémon wird dich blenden.
Oh Gott, sie setzt Blitz an. Mit Plusle und Minon. Naja, immerhin hat Lichtblick jetzt Arme, schätzungsweise mal. Jetzt kannst du wenigstens einen Daumen nach oben geben. Könnt ihr übrigens auch machen, wenn euch das Video gefällt. Ach mich, ich bin so stolz auf dich. Wow. Also dafür, dass das nicht sehr effektiv war, hat das ordentlich Damage gemacht. Wir müssen uns gleich mal Lichtblickswerte angucken, wie sehr die sich verbessert hatten. Mal sehen. Bericht. Ja, also das hat sich schon ganz ordentlich gesteigert. Vorher waren wir bei Angriff und Spitzangriff ungefähr so bei 37, 39. Das hat sich ganz schön verbessert, aber langsam ist es halt immer noch. Ja, der Angriff ist auch nicht so hoch. Das höher als der von Blobby. Kann sich sehen lassen. Wie gesagt, besser als vorher. Es ist allemal. Nehmen wir mal Spukball auf Minon und Kraftreserve Käfer auf Absol. Und damit wäre es Absol auch besiegt. Und Level Up für Milch. Bei solchen Kämpfen ist Finsterfaust eigentlich immer von Vorteil. Weil Finsterfaust ja immer trifft und die Gegner hier darauf aus sind, ihre Ausweichmöglichkeiten zu erhöhen. Aber irgendwie haben wir ziemlich Glück mit dem RNG, dass wir trotzdem treffen. Es ist Primus dran und er ist super stark. Großartige Leistung. Der Held von Fennec zeigt sein Können. Ich sehe keinen Fehler in deiner Technik. Und endlich bekomme ich die Chance, gegen dich zu kämpfen. Sollen wir gleich loslegen? Aber klar doch. Sehr schön, dann los. Beginnen wir den Kampf. Alles bereit? Fangen wir an. Also im ersten Teil hatte er ein Sandsturm-Team. Mal gucken, ob er das immer noch hat. Nee, ich hatte damit kein Problem. Mich ist dagegen immun. Nee, das machen wir anders. So rum machen wir das. Dann treffen wir nämlich zweimal effektiv. Oder sehr effektiv vielmehr. Gaukler können wir als nächstes mit einem Eisstrahl treffen. Und dadurch, dass es Bodenflug ist, ist es ja doppelt schwach gegen Eis. Und ein Nasknet. Nasknet ist vom Typ Gestein, also nur Gestein. Das heißt, wir können dagegen super Eisenschweif einsetzen. Attacke! Mit Schmackes! Ja, das war mit Schmackes. So, jetzt müssen wir uns nur noch um Skorkler kümmern. Perfekt. Lief ja besser als geplant. Ich hatte damit gerechnet, ein paar Mal zu verfehlen, aber wir haben ja wirklich immer getroffen, obwohl die Bodyslam eingesetzt haben. Finde ich gut. Auch er hat uns nichts zu sagen. Das sind so unhöfliche Leute hier. Ich wusste es. Du bist stark.
Ich habe diesen Kampf genossen, auch wenn ich verloren habe. Haha, die erste Niederlage seit 5 Jahren. Ich möchte dir dies als Erinnerung an unseren Kampf geben. Ein Schluckraut. Eine Prunusbeere und GM32, das ist übrigens Doppelteam. Ich hoffe, du verwendest sie auch. Bestimmt sind sie dir von großem Nutzen. Der Kampf gegen dich war eine wertvolle Erfahrung. Ich werde sicher oft und gerne an ihn zurückdenken. Ich danke dir. Und Slimer ist bereit. Wie sieht es mit den anderen aus? Lohnt sich das oder wollen wir die Libra eher noch erkunden? So, damit es mal farblich angepasst ist. Ja, Europe ist auch fast so weit. Wie gesagt, wir haben hier gerade keine anderen Krypto-Pokémon. Da können wir warten, bis alle fertig sind. Da können wir alle auf einen Schlag erlösen. Das macht hier für uns keinen großen Unterschied. Wir warten hier auf kein Pokémon. Außer auf, naja, ein paar von denen fürs letzte Forum. Aber ohne Lunastein können wir da eh nichts anfangen. Und das ist das Letzte, was sich von denen erlöst. Also von daher können wir auch hier weitermachen. Ach, wir sind automatisch geheilt. Sehr schön. Dann macht Zimt mal weiter mit Blubby. Lichtblick muss jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr kämpfen. Das hat sie erstmal vorgelevelt. Aber hey, es ist immerhin schon entwickelt. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Übrigens, ne? Man muss hier ganz genau aufpassen, wie man rennt. Ich kann mich hier einfach so runterstürzen. Ist ein bisschen, kann ein bisschen nervig werden, aber hey. Immerhin kommen wir so an das Item hier. Ein Eisen. Ich glaube, das geben wir Milch. So. So, und wieder zurückschieben. Sehr nervig. Was haben wir hier? Einfach nur ein Weg nach oben. Easy. Die Etage haben wir gemeistert. Verflixt. Nach all diesen Strapazen bei der Bergung. Und dann kommt uns eins. Das stimmt doch, oder, Loki? In der Tat, Captain. Da ist uns ein echt seltenes Exemplar durch die Lappen gegangen. Hätten wir uns das doch bloß geschnappt. Dann wäre ihre Sammlung um 0,7% erweitert worden. Captain Olaf, das ist wirklich sehr ärgerlich. Es war, weil sie so laut waren, Captain Olaf. Das habe ich gehört. Willst du etwa sagen, es war meine Schuld? Welch eklatante Insubordination. Mann, habe ich miese Laune. Und zwar nicht einfach nur mies. Heute ist einer wieder dieser Tage. Oh, Captain Olaf, ein Eindringling. Hi. Ah, dieser bescheuerte Sif hat es mal wieder total vermasselt. Wie kommt dieser Typ sonst hierher? Unsere Bergungsaktion ist zwar beendet, aber wir können dich nicht gehen lassen, nachdem du uns jetzt gesehen hast. Hey! Ja, Captain? Ich möchte, dass dieser Bengel eine ordentliche Abreibung bekommt. Jawohl, mein Captain. Überlassen Sie das nur mir. Ich erledige das. Sie können ruhig in die Festung zurückkehren. Ich verlasse mich auch darauf. Also gut, du hast den Captain gehört. Ich gehe dann auch schon mal zur Festung. Du weißt ja, was du zu tun hast. Moment mal, so war das aber nicht abgemacht. Lass es mich erklären. In der Festung arbeiten wir an unserem Hauptprojekt. Wir machen aus dem Pokémon, die an Bord des Schiffes waren, Krypto-Pokémon. Du stimmst mir doch zu, dass das sehr wichtig ist, nicht? Wenn du statt meiner am Hauptprojekt arbeiten würdest, müsstest du 38% mehr Energie aufwenden als ich. In diesem Fall würde sich Olafs miese Laune um 72% verschlechtern. Du wirst doch zugeben, dass das sehr unvorteilhaft wäre, nicht? Aus diesem Grund hätten wir einen Effizienzvorteil von 63%, wenn du für mich diesen Jungen vermöbelst. Das verstehst du doch nicht. Das ist eine reine Frage der Effizienz. Also, ich gehe jetzt. Warum habe ich immer das Gefühl, ich bin der Gelackmeierte? Naja, wenn ich dich nicht vermöble, wäre das Befehlsverweigerung. Also, nimm's nicht persönlich. Das nehme ich dir voll krumm, Junge. Es ist der smarte Smarton. Mit Alabis und Tusker.
Tja, also ich würde mal sagen, Megasauger auf Alabis und Eistrahl auf Tuska. Läuft. Wie geplant. Ein Teddy-Ursa. Oh, wir haben auch eins auf der Box. Es hat uns so gute Dienste geleistet. Und das war Tuska. By the way, diese Reling, ne, die ist echt groß. Schaut euch das mal an. Ich meine, dass wir dafür zu klein sind, klar, wir sind Junge, aber wir stehen einem erwachsenen Mann gegenüber und nicht mal der könnte über die Reling schauen. Das hat hier einfach überhaupt keinerlei Größenverhältnisse, der Kampfhintergrund. Wenigstens haben wir einen Kampfhintergrund. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nichts, ne? Durchbruch auf Teddy Ursa und Eisstrahl auf Smoggon. So. Machen wir sie fertig. Was? Ich habe verloren? So kann ich mich in der Festung nicht blicken lassen. Ich habe beobachtet, wie du gegen diese seltsamen Leute gekämpft hast. Du bist ganz schön stark, nicht wahr? Wer ich? Ich bin zufälligerweise auf dieses Schiff gestoßen und habe es zu meinem Heim gemacht. Weißt du, es gibt hier jede Menge zu essen und so. Zugeben, manche stört mich ja schon, aber man kann nicht alles haben. Ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Typen endlich weg sind. Dafür bin ich dir dankbar. Du musst müde nach diesem Kampf sein, oder? Du kannst dich in meinem Lager ausruhen. Es ist im Steuerraum. Ach, eine Pause wird uns gut tun. Und? Hast du gut geschlafen? Du kannst dich bei mir ausruhen, wann immer du möchtest. Übrigens, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ab und zu höre ich diese komischen Geräusche aus dem Inneren des Schiffes. Irgendetwas rumort da unten rum, aber ich traue mich nicht nachzusehen. Könntest du das für mich tun? Klingt nach einem Ferndeal. Vielen Dank. Diese Geräusche machen mich nämlich langsam wahnsinnig. Ich kann kaum noch schlafen. Wenn du herausgefunden hast, was da ist, dann sag mir bitte Bescheid. Machen wir. Nur zuerst. Oh, wir können da gar nicht rüberrennen. Ach, der hat sich hier echt so ein gemütliches kleines Häuschen angerichtet, ne? Wie süß. Und Jorob ist bereit. Ah. Oh, was ist denn da? Ich will das aufheben. Was ist das? Die Kampf-CD 18 haben wir gefunden. Wie schön. Naja, bevor wir nach unten gehen. Das sieht nicht sehr gesund aus. Jedenfalls, bevor wir nach unten gehen. Hier hängen schon wieder diese Bilder, ne? Aber fast in der gleichen Reihenfolge. Gott. Jedenfalls, jetzt machen wir mal wirklich eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Innere der Libra erkunden. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.